Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent-Deck-Schmiede. Heute mal wieder mit einem Nilfgaard-Deck, mit einem. Der Kater rennt hier gerade die ganze Zeit rum. Und jetzt geht er an seine Kratzpappe. Mit einem kaiserlichen Formationsdeck. Das ganze Deck ist auch wieder ein Hingabedeck. Wir spielen keine neutralen Karten, wir spielen nur nilfgaardische Einheiten. Es gibt auch bei Nilfgaard ein paar Karten, die haben Hingabe. Das ist relativ wichtig. Weil die funktionieren in diesem Deck dann relativ stark. Also wir haben zum Beispiel den Fergus, der mit Hingabe einfach nur absolut eine göttliche Karte ist. Der Usurpator ist mit Hingabe einfach nur eine absolut göttliche Karte. Die letzte Hingabenkarte spielen wir tatsächlich in diesem Deck gar nicht. Das war die Taktikkarte, aber die haben wir hier tatsächlich nicht drin. Ne? Ansonsten gab es keine Hingabenkarte. Es gibt, glaube ich, pro Fraktion immer nur 3 Stück. Ne? Aber ja, auch ohne diese eine Taktikkarte, es ist ein sehr starkes Deck. Es ist ein sehr starkes Hybrid-Deck. Also wir haben hier den Maskenball mit ein paar Giftkarten. Wir haben hier ein paar Spionkarten mit ein bisschen Spion-Support. Und wir haben hier Soldaten. Das heißt, wir haben von allem etwas hier drin. Das ganze Deck funktioniert aber relativ toll. Gucken wir uns mal die Anführerfähigkeit an. Es ist die kaiserliche Formation. Es ist, finde ich, immer noch für Nilfgaard meine liebste Anführerfähigkeit, weil sie einfach so unfassbar flexibel ist. Wir können diesen 2-Punkte-Boost einsetzen, wann wir ihn wollen. Wir haben 4 Punkte Aufladung davon. Wenn alle verbraucht sind, die legen wir eine Karte oben auf unser Deck drauf. Die gesamte Anführerfähigkeit macht mit einer Karte im Deck 13 Punkte, was ziemlich stark ist. Sie ist flexibel einsetzbar. Sie hilft uns, unsere wichtigen Karten am Leben zu erhalten. Ich mag die kaiserliche Formation wirklich sehr, sehr doll. Taktischer Vorteil. Momentan ein sehr beliebtes Stratagem, einfach um Karten, Engines zu safen. Besser als den Lampengeist. Lampengeist spielen tatsächlich jetzt, glaube ich, immer weniger Leute. Maskenball. Ja, wir spielen wieder mit dem Maskenball. Ich weiß, dass Maskenball für viele gar nicht mehr so schlimm ist, weil es jetzt Skellige gab. Aber Maskenball ist trotzdem immer noch ein sehr gutes Szenario. Die Frage ist natürlich, wann die Leute wieder anfangen, Artefaktzerstörung zu spielen. Das Gute am Maskenball ist, wenn der Gegner Hingabe spielt, wenn er eine Karte ausspielt, die Hingabe-Effekt hat und diese ausgelöst wird, dann könnt ihr euch sicher sein, er spielt keine Artefaktzerstörung. Das heißt, da ist der Maskenball sehr, sehr sicher. Das ist das Schöne jetzt mittlerweile am Maskenball. Es wird nicht immer eine Artefaktzerstörung gespielt. Darum brauchen wir auch keinen Verteidiger. Gegen Decks, die eine Artefaktzerstörung haben, könnte es allerdings noch problematischer werden. Aber ich glaube, das sind teilweise die nördlichen Königreiche, die ohne Hingabe spielen. Weil die Karten mit Hingabe waren nicht so wirklich toll. Maskenball macht noch genau das, was er davor gemacht hat. Wir kriegen eine durstige Dame, die jedes Mal, wenn der Gegner einen Statuseffekt erhält, sich um 1 Punkt verbessert. Und wir kriegen 2 Fangezähne des Kaiserreichs, immer wenn wir einen Adligen ausspielen. Usurpator Offizier. Der Usurpator, unsere Evolutionskarte, dadurch, dass wir Hingabe spielen, ist er natürlich auch sehr gut. Der Usurpator Offizier ist in den meisten Fällen nicht gespielt, weil er ist zu schlecht. Entweder der General erschafft 2 Spitzel auf die gegnerische Spielfeldseite und kann sie sich mit einem Befehl sofortig ergreifen. Die Spitzel sind verdammte Karten, sind auch Spionagekarten. Das heißt also, die durstigen Damen werden sich da sehr freuen, wenn diese auf der gegnerischen Spielfeldseite erscheinen. Da kriegen sie nämlich ein paar Punkte. Der Usurpator löst auch allgemein, wenn er sich einmal verwandelt hat, Assimilieren aus, was auch nochmal interessant ist, weil die zweite Form der General war schon nicht in unserem Starterdeck. Das Beste ist aber wirklich der Kaiser. Die kaiserliche Form ist sowohl Soldat als auch Adliger. Das heißt, er funktioniert mit unserem Soldaten und er funktioniert mit unserem Maskenball. Adlige lösen den Maskenball aus. Jedes Mal, wenn wir einen Agenten ausspielen, verbessert sich der Usurpator Kaiser dann noch um einen weiteren Punkt. Und er hat den Schleiereffekt, was ihn eigentlich relativ toll macht. Gerade die letzte Form. Wie gesagt, wir haben Support mit Soldaten und wir haben Support mit Maskenball. Vincent, zerstört eine gegnerische Einheit mit einem Statuseffekt. Seitdem Trügia Tuissach da ist, hassen viele Vincent nicht mehr so. Vincent ist immer noch eine verdammt gute Karte. Er macht quasi ein bisschen dasselbe, nur er setzt sich den Statuseffekt nicht selber. Er zerstört eine gegnerische Einheit mit einem Statuseffekt. Wir können Spionage setzen, wir können Gift setzen, wir können Blutung setzen. Also Vincent wird auf jeden Fall ein gutes Ziel finden. Plus Schleierkarten können auch durch Vincent ganz leicht zerstört werden. Was Vincent zu einer guten Karte macht. Bratenz. Eine der neuen nilfgaardischen Karten, der auch sich sehr größerer Beliebtheit erfreut. Assimilieren, er schafft eine illoyale nilfgaardische Bronzeeinheit, spielt sie aus. Das Gute an Bratenz ist, es gibt momentan nur 3 illoyale nilfgaardische Bronzeeinheiten. Wir kriegen entweder einen Emissär, einen Jungvogel oder eine kaiserliche, ich weiß gar nicht genau, wie die hieß, die eine gegnerische Einheit kopiert oder die Magierin, die anliegenden Einheiten 3 Schaden zufügt. Das heißt, Bratenz ist sehr flexibel
Und durch das Assimilieren kriegt er eigentlich immer meistens seine Punkte raus. Also er ist beim Ausspielen in den meisten Fällen immer so 10 Punkte für 11 wert plus Assimilieren. Wir haben eine ganze Menge Assimilieren, Maskenballers Assimilieren, er selber assimiliert. Das heißt, wie gesagt, ja, auch wir haben so ein kleines bisschen Assimilieren-Bonus. Hoppla. Joachim, spielt die oberste Karte aus unserem Deck aus, verbessert sie um 8 Punkte. Joachim ist meistens da, um die Karte durch Yennefers Beschwörung aus dem Deck rauszuholen. Mit Joachim muss man ein bisschen aufpassen. Er ist natürlich eine relativ gute Karte, aber Joachim gibt auch gute Ziele für starken Tor-Removal oder für Reset. Das heißt, Joachim möchte man meistens sehr spät ausspielen. Raymond erschafft und generiert einen nilfgaardischen Bronzesoldaten, gibt ihm 2 Rüstungen, spielt ihn aus. Raymond ist immer noch eine sehr starke Karte. Gerade wir können hier vieles erschaffen, Armbrustschützen, wenn wir unser Spionpaket noch haben, kann man auch diese Spion schützen oder ansonsten ein einfacher Soldat. Ist auch in den meisten Fällen 10 Punkte für 10 Provisionen plus die Karte, die generiert wird, wird assimilieren. Ne? Weil es ist eine Karte, die nicht in unserem Startdeck war. Jedenfalls Beschwörung. Platziert eine gegnerische Einheit oben auf unser Deck. Das heißt, wir klauen uns eine Karte vom Gegner. Mit Joachim können wir die in der letzten Runde auf jeden Fall auch nochmal ausspielen, wenn wir uns was Gutes klauen können. Da gibt es einige Karten, ein Anzeis oder ein blutiger Baron war immer ganz toll. Man könnte sich auch noch irgendwie eine Trist Telekinesis oder so klauen. Also Yennefers Beschwörung ist da relativ toll. Am besten ist es noch eine starke Einheit, die man selber gegen den Gegner benutzen kann. Afan. Wenn Afan oben aufs Deck verschoben wird, rufen wir sie in die Nahkampfreihe herbei. Das heißt, wenn wir unsere Anführerfähigkeit 4-mal eingesetzt haben, können wir uns einen Soldaten ausnehmen, den nach oben legen. Das wird der Afan sein, denn Afan gibt uns dann direkt nochmal 5 Punkte, was ziemlich gut ist. Fergus gibt einer gegnerischen Einheit Spionage mit der Hingabe, kriegen 3 gegnerische Einheiten Spionage und das ist wirklich ziemlich gut an Fergus. Er bufft durstige Damen um 3 Punkte hoch, weil 3 Einheiten gleichzeitig Spionage kriegen. Er ist nützlich für unsere Spionschützen, er kann unserem Winston einen Statuseffekt auf eine Einheit draufdrücken, er kann sogar 3 Statuseffekte auf einmal setzen. Es gibt ja auch diese Hingabedecks, die Fergus und Winston spielen mit dem strategischen Rückzug, dass man doppelt sofortig 2 Karten von Fergus zerstören kann. Fergus ist einfach immer noch ein absolutes Biest, allerdings nur mit der Hingabe. Aber die haben wir in diesem Deck. Van Morle im Mundschenk. Vergiftet eine Einheit oder läutert eine Einheit. Das Vergiften ist relativ gut, das Läutern kann allerdings auch toll sein und er hat Assimilieren. Roderick. Wir sehen uns 2 zufällige Goldkarten aus dem Deck an, spielen eine davon aus. Roderick kann uns in der letzten Runde nochmal eine Goldkarte aus dem Deck rausholen, die wir wirklich brauchen. Maskenball, Bratan, Rayman. Ja, das ist ja relativ toll. Man muss nur aufpassen, man möchte Roderick meistens ausspielen, nachdem man seine Anführerfähigkeit benutzt hat, weil man möchte mit Roderick auf gar keinen Fall Afan als Option haben. Das heißt, Anführerfähigkeit sollte benutzt werden, bevor Roderick gespielt wird. Imperial Vollstrecker. Mit dem Befehl fügen die Karte einen Schaden zu, haben eine Aufladung und jedes Mal bekommen sie eine Aufladung, wenn der gegnerische Einheit Spionage erhält. Das heißt also, wenn wir einen Spion spielen oder wenn wir mit Fergus Spionage geben, können die Imperial Footstrecker noch relativ gut schießen. Was sie zu sehr tollen Karten macht. Wir haben allerdings nicht so viele Spionkarten, weshalb diese Karte nur einmalig im Deck ist. Aber ja, wenn der Footstrecker überlebt einmalig und wir spielen dann Fergus aus, dann schießt diese Karte 3-mal mehr. Und auch gerade so mit einer Roderick Joachim-Kombination vielleicht, ist es eine sehr starke Karte. Durstige Dame. Spielen wir auch nur einmalig. Wir brauchen nicht mehr so viele Adlige. Wir wollen eher ein paar Soldaten haben. Durstige Dame ist immer noch gut. Wir kriegen aber auch eine durch den Maskenball raus. Jedes Mal, wenn der gegnerische Einheit einen Statuseffekt erhält, verbessert sich diese Karte um 1 Punkt. Das heißt also, Spionage verbessert sich um 1 Punkt. Wenn wir einen Spion ausspielen, verbessert sich um 1 Punkt. Wenn wir mit Fergus Spionage setzen, verbessert sie sich. Wenn wir Gift setzen, verbessert sie sich. Und das macht die durstigen Damen doch schon relativ gut. Gerade besser als die Aristokraten, weil wir spielen hier mit Gift und Spion. Die hat Fane Armbrustschützen, fügen 2 Schaden zu. Immer wenn wir eine gegnerische Einheit oder immer wenn wir einen Soldaten ausspielen und die Art Fane Armbrustschützen haben noch Rüstung, fügen sie einer zufälligen gegnerischen Einheit einen Schaden zu. Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, der Usurpator ist auch ein Soldat. Das heißt, er löst diese Armbrustschützen auch aus. Allerdings können auch die Spitzel, die er beschwört, getroffen werden. Das heißt also, wenn wir den Usurpator ausspielen und die Armbrustschützen treffen einen Spitzel, was passieren kann, dann kriegen wir eigentlich durch den Usurpator weniger Punkte raus. Was nicht so schön ist, aber ja, in den meisten Fällen wird man Armbrustschützen nicht unbedingt mit ihm ausspielen. Der Usurpator ist als kurzen roten Finisher mit Maskenball ziemlich gut. Turnierteilnehmer gibt der gegnerischen Einheit, entfernt ein Schild von der gegnerischen Einheit oder gibt einer verbündeten Einheit ein Schild.
schädigt oder verbessert sie um 4 Punkte. Also wenn es ein Gegner ist, Schild entfernen, 4 Schaden. Wenn es Verbündete ist, 4 Punkte plus Schild. Das Schild ist momentan auch relativ gut, um zum Beispiel bei Skellige das Bersten abzuwenden, weil der Statuseffekt wird komplett aufgehalten. Ansonsten Durchschussdörte oder so kann man damit noch ganz leicht ausschalten. Das kann nur Nilfgaard. Und man könnte noch einer verbündeten Einheit ein Schild geben, wenn man denkt, dass sie angegriffen wird. Man kann damit einfach Schaden aufhalten, was ziemlich gut ist. Fangzähne geben der gegnerischen Einheit Gift. Fangzähne, Mundschenk, Maskenball sind unsere einzigen Giftkarten. Reicht aber vollkommen aus, weil es gibt momentan Decks, die spielen da wirklich sehr viel Schleier. Und da kann man nichts vergiften, aber man kann immer noch schwächere Einheiten vergiften. Ne? Gegen manche Decks ist Gift besser, gegen andere ist es nicht so toll. Aber da muss man halt gucken, was er für Karten spielt. Deadwin Arbalesten. Die Karte wurde geändert. Sie fügen bei der gegnerischen Einheit 3 Blutung zu. Wenn die gegnerische Einheit allerdings eine Spionagekarte ist, fügen sie stattdessen direkt 3 Schaden zu. Das heißt, diese Karte ist 6 Punkte für 4 Provision. Es ist ein weiterer Soldat und es ist eigentlich ein relativ toller 4er Provisions-Bronze-Soldat. Besser als der Rekrut, weil ja, man kann ihn auch ausspielen, ohne dass man einen Soldaten auf dem Feld hat. Ne? Man muss nur eine gegnerische Karte anvisieren. Das Problem ist, wie gesagt, auch wieder bei diesem Schleiereffekt. Kann man keine Blutung setzen. Da muss man aufpassen. Und die Speerträger. Fügen der gegnerischen Einheit einen Schaden zu. Für jeden anliegenden benachbarten Soldaten erhöht sich der Schaden um 1. Die Speerträger können direkt 3 Schaden machen für 4 Provisionen. Es sind auch Soldaten. Und ja, unser Soldatenpaket ist durch diese Bronzekarten relativ gut abgedeckt. Und alle mit den Armbrustschützen funktionieren relativ toll. Also Raymond, Speerträger plus Armbrustschützen plus die Arbalesten sind auch eine sehr gute Kombination, wie man spielen kann. Und das ist dieses Nilfgaard-Deck, was, wie gesagt, ich möchte sagen, es ist ein Hybrid-Deck, aber es benutzt wirklich alles. Es benutzt den Maskenball, es benutzt die Spionage mit den Usurper, es benutzt ein paar Soldateneinheiten und es funktioniert alles relativ toll. Wir haben ein paar Karten nicht in diesem Deck. Wir haben leider ein Hingabedeck, das heißt, wir können keine wirklichen Tutor-Karten abseits von Joachim und Roderick spielen. Trotzdem zieht man mit dem Deck immer relativ toll und gerade Joachim und Roderick holen uns die Karten raus, die wir wirklich raus haben wollen. Und zwar die mit Yennefer's Beschwörung und vielleicht eine der letzten Goldkarten, die noch im Deck drin ist. Hingabedecks haben natürlich den Nachteil, dass man aber auch mit ihnen teilweise schlecht, wirklich schlecht ziehen kann. Aber ja, allgemein, dieses Deck ist wirklich allround gutes Paket. Es kann auf einer langen Runde ganz gut kommen, es kann auf einer kurzen Runde ganz gut kommen. Kurze Runde so mit Maskenball, ne, und dem Auslösen. In der langen Runde haben wir immer noch die Armbrustschützen, die ziemlich gut reinhauen können. Es ist sehr flexibel und gerade mit der Anführerfähigkeit ist es auch gar nicht so leicht, das Deck zu bluten. Von daher mag ich es wirklich sehr, sehr gerne. Aber ja, ein paar Runden mit dem kaiserlichen Formationsdeck, was ein Mix aus allem spielt und es wirklich dabei sehr gut macht. Viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal und haut rein. Das war natürlich so klar. To arms, all of yous. Nee. Ja, das Problem ist aktuell in der Rangliste, auf der Pro-Ladder habe ich schon gehört, dass man 70% gegen Skellige spielen soll. So, Afa muss erstmal aus dem Deck raus. Wir haben eine Menge Soldaten, aber wir haben auch nur unsere schlechten Vierer. Was ist das für eine Hand? Das ist die perfekte Hand für ein Devotion-Deck. 1, 2, 3, 4. 4 Vierer-Provisionskarten. 5 Vierer-Provisionskarten auf der Starthand. Und der Imperial von Schreck oder so nutzen wir ohne die Spione halt rein gar nichts, ne? Aber der ist tatsächlich nur verbuggt, wenn du die Anführerfähigkeit benutzt und was hochbuffen willst. Okay, die Sache ist... Blutung kann ich nicht setzen, Gift kann ich nicht setzen. Ich kann die Armbrustschützen ausprobieren. Aber ohne Raymond sind die Armbrustschützen... immer noch in Ordnung. Ach doch, da hat er sich gerade bewegt, der Stuhl. Der Stuhl ist momentan echt verbuggt noch, ne? Ja, der Stuhl. Da. Wee! 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 Der Stuhl ist back, Jungs! Der Stuhl ist back! Wie hast du den Detlef bei den unermäßigen Hungerdeck benutzt? Die Anführerfähigkeit, Carbonari. Dwarfs! What
Die Anführerfähigkeit ist doch selber konsumieren. Du hast 4 Karten, die du konsumieren willst. Büßer, Miwuna, 2x Higher Vampire und dafür reicht ein Konsumierer aus. Hinten, hinten, Stuhl. Bester Stuhl. Kill the sons, steal the lasses. Nein, retreat. Naja, das Ding ist halt, die Wahrscheinlichkeit, dass du alle Karten ziehst, Carbonari, ist nicht hundertprozentig, ne? Und zur Not hast du immer noch die 2 Konsumer in dem Deck drin. God save us. He's a madman. God save us. He's a madman. Okay. Wir holen uns den Bratan. Your name, young man, demands you be cursed into an urchin. Look behind you. Oh, come on. Just one look. Just one look. Okay, ich überlege, ob ich den nochmal buffe, um ihn zu... das Problem ist nur, wenn ich ihn buffe, dann kriegt er halt wieder einen Dingens. Und so viele Soldaten haben wir jetzt auch nicht mehr, oder? Weil wir haben mehr Soldaten als Spione. Sollte ich ihn einmal buffen? Ich will nicht, dass der halt eigentlich überlebt. Comeback des Jahres, der Stuhl. No passage. Natürlich 2x die Karte getroffen. Wer hat denn Wild Hunt Boozer eigentlich übersetzt? Ich weiß es nicht. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe deinen Schmerz, Guardian. Your life is mine now. Das Soldatenpaket funktioniert relativ gut eigentlich, ne? Wir haben noch nicht mehr viele Soldaten. Das heißt, wir müssen auf unseren Wayman aufpassen. Da ist der erste Zweihänder. Okay, ich fürchte fast, wenn den Zweihänder werde ich noch Gift opfern. Aber ich mag den Kraftmeier der wilden Jagd. Ich mag den Namen irgendwie. Das ist halt, jede Erweiterung hatte irgendwie einen schlechten deutschen Namen. Und in der Erweiterung ist es einfach der Kraftmeier gewesen. Take more than that to stop me. Okay, die Sache ist, ich kann den auch vergiften. Du bringst mir 10 Punkte. Ja, und er kriegt noch eine Giftblutung. Ich überlege sogar, ob ich Joachim ausspiele. Weil ich habe Angst vor Morg. Triggen. You have my sword and all Tyrsak's axes. Das Einzige, was wir nicht ziehen dürfen, ist den Affan. Ansonsten könnten wir und vielleicht Fergo. Wobei Fergo ist das auch relativ gut, ne? Oder den Usurper, aber für Winston, selbst für Winston hätten wir ein Ziel. Das ist die durstige Dame. Wir verlieren zwar noch 5 Punkte, aber er verliert tatsächlich mehr. Kraftmeier schießt aber den Vogel ab. welche Karte war es bei Merchants of O4? Oh, ich habe vergessen, wie die hieß. Blacky, wo liegst du drauf? Blacky, liegst du auf der Leertaste drauf? Ich sehe meine Maus nämlich nicht. Blacky, du liegst doch irgendwo auf der Tastatur. Mach keinen Scheiß, Kleiner. Wir wollen doch hier noch gewinnen. Wise choice. Gegen Skellige auf Even. Ja, und ich dachte eigentlich erst so, diese 5-4er Provisionskarten werden uns hindern, aber die waren doch relativ gut. Oh. Wir haben leider keine Aristokraten für Maskenball, ne? Wir brauchen noch Aristokraten. Haben wir überhaupt noch welche? Wir haben Adliger, also wir haben dich. Fergus ist ein Adliger.
Also wir bräuchten Fergus und wir bräuchten Vincent. We raid, we fight, we plunder. Full service. Das ist das Zeichen, dass du die Quest wieder versuchen sollst. Blacky, du machst mir Angst, wie du hier liegst. Ich habe nämlich Angst, dass du irgendwie auf die Leertaste kommst. Oh, da haben wir schon einen Adligen gezogen. Der Usurpator ist ja auch ein Adliger. Und Fergus haben wir sogar noch gezogen. Wir haben nur leider keinen Vincent, ne? Aber Vincent kriegen wir auf jeden Fall raus mit unserem Roderick. Ja, ja, Roderick ist ein Adliger, Usurper und Fergus. Also wir haben drei Adliger. Wir ziehen noch einen vierten raus. Die Überlegung, die ich nur gerade habe, ist, sollte ich ihm Harald klauen? Harald bringt mir halt selber nichts, ne? Und das Problem ist, dass ich den Vincent dann dadurch nicht bekommen kann. Und ein Raymond bringt mir halt sehr wenig. Ich kann natürlich auch erstmal den Maskenball setzen. Please delight in song and wine. Rote Reiter gegen Uprising, ich liebe es. Ich mag auch, also Rote Reiter ist so eine viel bessere Karte als das Szenario, ne? Treason, Turncoats, Rats. Okay. Ja, ich hätte die einmal buffen sollen, das war mein Fehler. Das Ding ist, ich habe momentan halt echt nichts Tolles zum Vergiften, so. Ich überlege, ob ich echt Harald klaue. Was Besseres werde ich auch großartig nicht finden, ne? Ein Zweihänder, aber den kann ich vergiften. Whee, whee, dieser Stuhl. Das einzige Dumme ist natürlich, dass wir Harald jetzt ziehen können. Oh, er benutzt Morg. We'll turn the sea red. Red! Ich gebe ihm natürlich auch mal keinen Fergus oder so, weil ich will halt seinen Berster verhindern. Das heißt, ich buff den auch nicht hoch. Ich könnte zum Beispiel mit dem Usurpator halt Dings rausholen, könnt die beide direkt hochbuffen. Könnt mir beide klauen, durstige Dame habe ich ja eh nicht mehr. Roderick jetzt zu benutzen, ist mir zu unsicher. Wobei Roderick in einen Harald. Ne, wir benutzen Usurpator. All I do for the Empire. Und klauen uns direkt beide. Ey! Ey, sag mal. Leckst du hier meine Q-Tipps an oder was? Die guten Q-Tipps, Blicky. Warum überhaupt? Warum legst du Q-Tipps an? No prisoners! Er belebt sogar den wieder. Und ein Hemdal, das wird aber nicht ausreichen, ne? Blacky, nein. Du weißt ganz genau, warum du das nicht darfst. Ja, wir haben schon gewonnen. Forgive me, my son. Herzlich on my shade. Ja. Also Nilfgaard ist immer noch strong. Aber das haben wir ja schon gewusst. Auch gegen das gute Skellige. Ja, wie gesagt, und das Ding ist halt, die Soldaten sind momentan ganz gut eigentlich gegen, auch gegen Skellige, weil er hat viele Angriffskarten oder so und wir haben halt einiges, was Rüstung hat, ne? Das heißt, so diese Random-Schiffe oder so Effekte prallen ein bisschen an der Rüstung ab, was ganz toll ist. Nachteil, lebender Hieb. Aber man muss ja nicht immer alle seine Karten ziehen. Solange wir den Großteil ziehen, reicht das vollkommen aus. Und wir haben jetzt auf Even gewonnen. Wir hatten nicht mal wirklich so die stärkste Hand. Er hat aber auch nicht wirklich die stärkste Hand und hat vollkommen durchgezogen. Ne? Monster. Any last words? Ja, das Lied aus der super perfekten Werbung. Okay, wir spielen gegen Monster.
Und jetzt haben wir natürlich Affen auf der Starthand. Wir haben schon Raymond, was relativ toll ist. Ich brauche nicht doppelt Turnierteilnehmer. Raymond plus Armbrustschütze. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass er Bersten hat. Das heißt, wir brauchen unseren Turnierteilnehmer nicht für das Schild potenziell. Das Bienenphantom. So eine Karte, die kann ich halt noch weghauen, ne? Ich weiß nicht mal, ob Elfen momentan so toll sind, Guardian. Also man könnte mal überlegen, einen Elfendeck zu bauen, ja. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es momentan mit den Elfen aussieht. Die Frage ist auch, hätte ich mir zuerst die Larve mit Bratan klauen sollen? Aber ich möchte Bratan eigentlich in der Runde ungern ausspielen, ne? Diese Armbrustschützen sind einfach nur gut. Ich würde Bratan eigentlich ungern erste Runde ausspielen. Goliath. Was ist die stärkste Einheit in meinem Deck drinnen? Das war der Usurpator. Den möchte ich eigentlich ungern verlieren. Das Ding ist halt jetzt auch hier mit Soldaten, wenn ich nicht großartig weiterkomme, ne? Ich habe auch zum Beispiel noch kaum welche. Kann auch passen. Ich meine, wir haben einen Roderick verloren, aber unser Gegner hat Goliath verloren, das Biest und das Phantom. Das heißt, er hat schon mal zwei seiner guten Engines verloren für die nächsten Runden. Er kriegt halt pro Runde 3 Punkte, das ist ein bisschen zu krass für mich. Armbrustschütze, Speerträger. Usurpator ist schon mal relativ knorke als General. Okay, noch eine weitere Giftkarte. Durstige Dame legen wir weg. Wo sind die ganzen Serials hin? Seht ihr gar nicht mehr. Die Frage ist, ob das Serial-Deck wirklich so gut ist, ne? Das ist halt immer so das Risiko. Okay, ich glaube, Jürgen klaue ich mir sogar. Es ist eine relativ gute Karte zum Klauen, plus er kommt nicht auf den Friedhof, dass er ihn mit dem Oswald fressen kann. Moin, Solon! Okay, er will tatsächlich pushen. Take him to the woods and release the hounds. Just a peek. That is all I need. Damit haben wir die Dominanz. Haben wir die Dominanz verloren. Never snip from the master's. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich schon ein Gift ausspielen wollen würde, ne? Es muss ja eigentlich nicht sein. Ich kann auch erstmal einen Arbalisten loswerden. Und kann den vielleicht hochbuffen. Dann kriegen wir ja trotzdem noch den Punkt. Und er hat die Dominanz nicht. Wenn er was Stärkeres ausspielt, spielt er halt direkt in unseren Fergus rein. Only the pure white of snow. All else disgusts me. Okay. Ich würde das Gift nämlich jetzt
ungern schon früh benutzen, aber ich kann das Gift eigentlich benutzen. Meat is best served bloody, bathing in its juices. So, das Ding ist halt, ich krieg noch 2 Punkte, die nehmen den Frost weg und er kriegt noch einen Blutungsschaden. Das heißt, ich kann jetzt passen. Gibt es eigentlich bessere Giftziele als Frostdoggo? Ja, es gibt ein paar. Oswill oder so, ne? Da ist der Kraftmeier. There is no escape for me. So, das Ding ist halt jetzt noch ein weiteres Gift. Drinking can be hazardous to your health. Und den aus 6 Punkten. Dann haben wir wieder die Dominanz. Ein Eredin. Er hat aber nicht die Dominanz, das ist das Ding, ne? Er hat nicht die Dominanz. Okay, Fergus würde ich noch weggeben. My generals? I would trust every last one with my life. Da ist der Oswill. Okay, jetzt haben wir leider die Dominanz verloren. Das Ding ist halt, Vincent macht uns jetzt 11 Punkte, das reicht aus, aber wir kriegen die Dominanz nicht. Das heißt, ich müsste noch einen weiteren Buff verwenden. Er gibt auch keine Blutung oder so mehr, ne? Er hat immer noch die bessere Anführerfähigkeit, aber wir haben eine Karte mehr. Aber wir haben jetzt auch unseren Usurpator-Kaiser. Du kommst weg, durstige Dame. Durstige Dame in Verbindung mit Usurpator ist ziemlich gut. Turnierteilnehmer könnte noch den Jägern beschützen. Das Ding ist aber, wir werden eigentlich alle unsere Karten rauskriegen. Wir werden den Maskenball rauskriegen. Also von daher benutze ich tatsächlich diesmal lieber, um Jigen zu beschützen. In der Hoffnung, dass der Gegner da nicht direkt den Schaden machen kann, ne? Andrea Anglafer. Hat er überhaupt noch was, was für Schaden macht? Strigger ist raus. Was macht bei den Monstern noch? Parasit ist auch raus. Was macht bei den Monstern noch direkt 4 Schaden? Düpp, 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 düpp. Die Moom spielt da nicht, Captain. Die Zornkarte. Ja, aber Imlerus Zorn würde halt auch mehr Schaden machen. Ich glaube, ich werde aber trotzdem Turnierteilnehmer drauf verwenden. Das ist mir zu unsicher. Auslese kann gespielt werden, ne? Natürlich Auslese habe ich überlegt. Das kann gespielt werden. Imlerus Zorn denke ich eher nicht so. Was spielt er mit Carantia? Neben der Rüstung? Nee, Auberon. Okay, er spielt einfach Doppel-Auberon. Das ist die Taktik an seinem Deck. Bring me Fistek, then leave me be. Oh, das ist nämlich echt übel. Your souls will propel this longship. Weil ich müsste den jetzt buffen, wenn ich den Maskenball noch auslösen will, ne? You shall know the Emperor's Fury! Dass man mit dem Kraftmeier die durstige Dame nicht ziehen kann. Okay, wenn er noch eine weitere Frostkarte hat oder eine weitere Schadenskarte. Wobei die Schadenskarten von der wilden Jagd reichen nicht aus, weil dafür braucht er die Dominanz. Ja, der redet von Fistig. Aber er hat noch eine weitere Mannschaft. Die Mannschaft ist echt übel. A superb specimen, truly. Die Mannschaft würde leider ausreichen für den Jägern, das ist das Problem. Ja, ich hätte ihn, glaube ich, ich hätte Turnierteilnehmer noch ablegen sollen. A head. A fitting gift for our king. Okay, das Ding ist Usurpator.
A means to an end. Nothing more. Klaut aber nicht genug Punkte. Ein Punkt zu wenig. Ah, oh, bitter. Hätte ich Turnierteilnehmer, glaube ich, nicht auf Jigen benutzt, dann hätte ich es trotzdem geschafft. Ich musste den ja auch noch leider boosten. Das war auch das Problem. Weil ich konnte sonst nicht den Maskenball komplett auslösen. Also ich hätte statt Turnierteilnehmer eine andere Karte gehabt. Jigen wäre sowieso am Frost gestorben, ne? Ich hätte gar nicht versuchen sollen, den so zu safen. Skelliger. I forgive you. This time. Okay. Armbrustschütze, wir haben Gift, wir haben Maskenball, wir haben die durstigen Damen, wir haben Bratans. Wir haben eine relativ gute Hand eigentlich so für den Start. Joachim ist mir halt ziemlich ungewiss. Aber ich weiß nicht, ob wir die erste Runde gewinnen werden, ne? Ich finde das Schlimmste, dass Skellige so gut ist. Ich finde, Skellige ist nicht mal so übertriebenst OP. Skellige ist zwar gut, aber ich glaube, das ist einfach momentan, dass viele Skellige spielen, weil die anderen Decklists noch nicht gefunden wurden. Aber ja, Monster kommen jetzt auch langsam und langsam immer mehr durch, ne? Also ich finde eigentlich nicht, dass Skellige jetzt so, so schlimm ist. Das ist halt nur genau wie mit Doppelmaskenball. Viele haben immer über Doppelmaskenball gemeckert. Jetzt ist es halt Skelliger, weil Skelliger ist jetzt das Stärkste. Also der Hass schürt sich, ne? Ja, es spielen momentan viele. Aber ich denke, viele erwarten auch oder viele denken, dass es da einen Nerf gibt. Und das heißt, alle Leute auf der Pro-Ladder spielen erstmal nur Skelliger, weil sie natürlich auf der Pro-Ladder draufbleiben wollen oder halt in das beste Ranking kommen. Und wenn mitten in der Season eine Fraktion genervt wird, dann ist das echt unschön, ne? Okay. True love could lift the curse, but who would love such a freak? Her grace will not be pleased. Ich denke auch, es gibt noch andere Formen von Skellige, die durchaus ganz gut sein können jetzt mit den neuen Karten. Nur momentan spielt halt jeder zwei Hände, aber es ist halt simpel, easy, schnell gemachtes Deck. Und es funktioniert jetzt für den Anfang relativ gut, aber ja. I'll snap your neck in my fist. Ich überlege, ob ich passen sollte, aber wir haben leider Bratens schon rausgehauen. Aber gegen zwei Schiffe... In der Runde möchte ich ungern spielen. Resist the Jarl's will and that's how we'll end you. Armbrustschütze. Raymond wäre noch ganz gut. Division. Ich leg mal ein Gift ab. Speerträger. Mich an der Metasnapshot 21.6 orientiert und dann Scott Hale Harmonie gekauft, kurz nachdem ich es genervt wurde. Ja, das ist immer so das Ding. Da muss man aber auch wirklich aufpassen, ne? Dass, wenn eine neue Season kommt, wenn sie eine Erweiterung ankündigen, dass man da halt nicht unbedingt die Decks dann halt selber nachcraftet. Wenn sie am 30. Also, das, ja, am 30. kam die Erweiterung und jetzt ist Harmonie halt ziemlich genervt worden, ne? Das konnte man aber auch ganz gut absehen. Dass sie genervt werden halt. Oder dass sie auf der Liste stehen. Okay, ich denke, ich kann ein Gift ausspielen. Feeling a bit peckish.
Du musst ja nicht mal skellige kommen, um hoch. Also du musst ja nicht mal skellige spielen, um hochzukommen, ne? Kannst ja mehr spielen tatsächlich. Mashed potatoes with thick gravy. Ach, Blicky. Du Schlingel. Ich überlege sogar, ob ich mir Harald jetzt in der langen Runde klaue. Mundcheck. Das. Noch ein Speer. Turnierteilnehmer heben wir uns auf für Bersten. Imperial Vollstrecker. Support auf Kaiser ist gut. Okay, das heißt, wir kriegen auch noch einen Rayman aus dem Deck raus. Das Ding ist, Gigaskopien Absurd hat er noch nicht raus, ne? Wir haben auch nur eine durstige Dame. Let's dance, dance till the ich werde die durstige Dame buffen. Einfach damit er Gigaskopien Absurd darauf benutzen muss. Und jetzt können wir halt mit anderen Karten durchkommen. So, das Ding ist halt, wir dürfen jetzt keine Adligen-Karte ausspielen, ne? Wir haben aber nur Adlige auf der Hand eigentlich. Ew. Oder ich benutze einen Vince Van Morle im Mundschenk, ne? Den könnte ich aber auch zum Purify benutzen. Und dann lieber jetzt einen Turnierteilnehmer wegbelegen. Aber der gibt mir mehr Punkte, weil der hat noch das Assimilieren. Eyes closed, mouth open. Wenn er Harald ausspielt, den will ich mir auf jeden Fall klauen, weil Harald mit einer ganzen Handvoller Krieger macht extrem viele Punkte. Wir verhindern dann halt nochmal wahrscheinlich mit Harald 5 extra Punkte. Das ist eine Elber, die uns klauen können, aber er hat Harald bis jetzt anscheinend noch nicht gezogen. Is virgin, mother and crone. Your skull will make a fine tankard. Okay. Das Ding, ich benutze einen Armbrustschützen. We go where the Empire has not yet reached. Dörflerin. Kill me first, you'll have to. Okay, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich die Dörflerin wahrscheinlich vergiften müsste. Eins. Zwei. Drei. Affan. Verflöckten Erkoren! Push on! No mercy! Nehmen. Wir müssen leider die Dörflerin vergiften. Wir schwören uns aber hier noch einen weiteren Armbrustschützen. Wir haben halt noch ein Gift. Ich kann mir auch überlegen, jetzt einfach Harald mit Winston zu zerstören. So what? Should I pound it into a poker? Weil wenn er Angriffskarten hat, fängt die Rüstung halt eine Menge ab. Das ist der Vorteil. Er hat halt anscheinend kein Dingens gezogen, ne? Ah, wir haben kein zweites. Ich kann halt auch versuchen, noch ein zweites Gift rauszuholen, wobei wir haben noch eine Giftkarte im Deck drin, ne? Die Chance ist da sehr unwahrscheinlich. Ich meine, wir spielen erstmal den Usurpator aus, weil damit schießen wir nochmal. All I do. Und zwar hier noch ein weiteres Gift, aber wir haben viel zum Vergiften. Wir haben leider einen selber getroffen, das kann passieren, das ist auch nicht so schlimm. Dass der Grey Mist. Wir haben sowieso kein weiteres Gift mehr, das ist nicht schlimm.
Dann klaue ich mir aber den. Er hat ja auch nichts, was er wiederbeleben kann, ne? Bis auf den Hammond. Da ist der Harald. Aber da haben wir ein Vincent-Ziel. Und der Harald kommt viel zu spät. Ich kann den Vincent nicht killen, er hat noch seine Anführerfähigkeit. Ich werde sie flog them into submission. Kill the sons, steal the lasses. Ach, ich hätte ihn sofort nicht benutzen können, ne? Aber ich heb mir die zwei Schaden noch auf. Ich kann Harald nicht töten, ansonsten. Wobei, er hat nichts zum Wiederbeleben, oder? Er hat nichts zum Wiederbeleben, ich sollte Harald töten. Er kann zwar Harald wiederbeleben, aber Harald belebt selber nichts mehr wieder. I swear it upon the gods, I will avenge my father. Oder? Was hat er für einen Krieger, den er... Er hat keinen Krieger am Friedhof. All gentlemen have their vices. Okay, die zwei Schaden benutze ich mal auf... dich. So, letzte Karte wird der Trügi sein. Der versucht jetzt wahrscheinlich unseren 14er zum Bersten zu bringen. Der Schmied ist kein Krieger. Er belebt Harald sogar wieder. Ne, er belebt dich wieder. Kann natürlich auch ein Gigni spielen. Parlamentians, dieser Keeper. Triggin. Hemdal. Okay, dann hat er den nicht. Ragnarok! Dann booste ich eine Karte, die keine Rüstung hat. Morg kann er natürlich auch noch haben. Aber Morg macht nicht genug Punkte. Morg haut den auf 4 wieder zurück. Ne, der hat 6, auf 5 haut er den. Ne? Das heißt 9 Schaden. Er hat das Witchfinder der See. Ja? Und deswegen halt eine geschädigte Einheit boost, die keine Rüstung hat. Reicht nicht aus. Okay. Ja, das ist das Ding. Also beide Decks, die wir heute gespielt haben, haben sehr gut gegen Skellige funktioniert, ne? Monster haben sehr gut gegen Skellige funktioniert und Nilfgaard hat heute auch sehr gut gegen Skellige funktioniert. Und auch andere Decks, die mittlerweile rauskommen, wie Schatten des Todes, Doppel-Auberin-Deck, wie das Konsum-Todeswunsch-Deck, sind halt alles sehr, sehr starke Decklisten. Ne? Mal eben Skellige komplett zerlegen, die Leute sollen entspannt bleiben. Ja, wie gesagt, das ist Skellige war am Anfang so gut, weil Skellige schon einen bestehenden Archetype-Support bekommen hat. So, das heißt, das Deck für Skellige zu machen war extrem leicht, ne? Aber so, die anderen, da musste man halt erstmal so ein bisschen nachkommen. Hat auch nicht gut gezogen. Meine, er hatte einen GS, ja. Aber selbst ein GS hätte nicht mehr viel ausgemacht. Das GS hätten wir ja weggehauen, ne? Ich wollte nämlich eigentlich ursprünglich mit Yennefers Beschwörung den Zweihänder klauen. So, das wäre halt eine Möglichkeit gewesen, weil das, was wir geklaut haben, war nicht wirklich viel besser. Und selbst wenn er den GS gehabt hätte, den hätten wir weggenommen. Problematischer wird es, wenn sie mehrere von denen haben, also wenn es wirklich noch ein reines Zweihänder-Deck ist, aber so an sich, ich habe wenig Probleme mit, ich habe eigentlich nicht so viele Probleme mit Skellige. Die sind zwar relativ böse teilweise, aber es gibt auch andere Decks, die momentan echt böse werden können. Also ich glaube, wenn die Meta sich erstmal definiert hat, dann haben wir wieder eine richtig gute Meta eigentlich. Ah, hello. No, I fear this is no dream, my friend. Didn't actually think I would forget about you, did you? Me, who with but a whisper can swell a wave, start a chain of events with consequences momentous. No, I never forget, and it's high time to pay the piper.